zurück bei Gotham Knights. Es regnet. Und was mir aufgefallen ist, der Himmel ist nicht mehr so rot, ne? Das war schon ein bisschen komisch. Keine Ahnung, was das war, aber es ist auf jeden Fall jetzt wieder normal. Es war ja schon, glaube ich, normal, als ich wieder mit Robin in die Nacht gegangen bin. Einfach vorhin mit Nightwing die Nacht, da war es irgendwie dann komisch. Ganz komisch so rot einfach. So übertrieben rot. So höllenmäßig. Stoppe die Entführung. Besiege alle Gegner. Bla 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 bla. Zuerst mal die Scharfschützen ausschalten. War das clever? Oh, da ist so ein spezieller Typ, so ein Fahndungslisten-Typ. Alter. Nein, das wollte ich nicht. Ich muss zuerst die anderen loswerden, bevor ich mich dem anderen Typen da widme. Der greift mir natürlich immer an jetzt. Viel Spaß. Bald bist du nur noch alleine. Boah. Okay. Okay, zeig, was du kannst. Das war's für dich. Und da bist du ganz alleine. Das war wohl so ein Typ auf der Fahndungsliste, ne? 3D, Ausrufezeichen SON. Kein Problem. Bring dich in Sicherheit. Herausforderung abgeschlossen. Okay, cool. Besuche Dr. Tompkins, um eine Belohnung zu erhalten. Okay. Da habe ich wohl wieder was abgeschlossen, was eigentlich so... Wo ist denn Dr. Tompkins? Hier. Das ist nice, ne? Ja, ich mache diese Herausforderung einfach so weiter. Ich schaue da gar nicht drauf. Wenn ich was abschließe, dann schließe ich was ab, dann kriege ich die Belohnung und sonst lasse ich das einfach laufen. Weil dann explizit nach diesen Herausforderungen zu spielen, ist mir dann doch ein bisschen zu aufwendig. Weil es halt wirklich immer nur das Gleiche ist. Mehr oder weniger. Gute Arbeit, und teuer. Wie sieht's aus?
Ich habe genug Beweise, um Kane jahrelang wegzusperren. Der Haftbefehl ist das Problem. Will der Richter keine Anklage erheben? Ich war bei jedem Richter, den ich kenne. Keiner will unterzeichnen, aus Angst. Sie wollen sich nicht mit Kane anlegen. Meinen Sie, Richterin Moreno würde uns helfen? Sie hat schon eine Menge mächtige Leute eingebuchtet. Eleanor war einer der ersten Namen auf meiner Liste. Aber der Chelsea-Tunnel-Fall scheint alles verändert zu haben. Sie ist untergetaucht. Leute finden gehört zu meinen Spezialgebieten. Ich höre mich um. Jemand muss wissen, wo sie ist. Ist der Haftbefehl unterschrieben? Führe ich ihn aus. Na gut. Danke, dass du ein Auge auf uns hast. Elena Moreno. War noch ein Datenbankeintrag von ihr? Ja. Elena Moreno, Richterin Moreno, ist die erste Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, die Elite von Gotham der Justiz zuzuführen. Sie schreckt nicht davor zurück, politisch brisante Fälle zu übernehmen, wo andere Richter eingeschüchtert oder bestochen werden könnten. Jim hat ihr seine wichtigsten Fälle anvertraut und bis dato hat sie noch nie enttäuscht. Also das wäre eigentlich die korrekte Anlaufstation, aber sie ist halt untergetaucht. Oh, das waren Regulator Champions vorhin. Okay, nice. Das war wohl dann die Elite, ne? Ja. Glück kann nicht schaden hier in Gotham. Das war's schon? Na, verhöre die Mafia. Na toll. Muss ich wieder in die Mafia suchen. Gut, ich gehe nach zu Jada. Dann kann ich da noch was, noch ein bisschen was abholen. Und da muss ich halt wieder in die Mafia suchen, ne? Polizisten, ne? Hey, hier drüben. Hey, Chada. Was mich jetzt mal kurz Wunder nimmt, was sind diese orangen Teile? Ich habe ja gedacht, das wären die korrupten Cops. Aber könnte es auch sein, dass die Orangen eigentlich das sind, was ich von der Mission her brauche? Ich werde das mal kurz überprüfen gerade. Ist das die Mafia? Räuber. Ohne Gesicht. Wer bist du? Ah, nein, ist ein Talent, oder? Wo ist dein Gesicht? Danke! Ehrlich! Nein, was? Hä? Lehmproben. Wow, was geht denn hier ab? Clayface? Ich glaube, Clayface ist zurück. Müsste er nicht eigentlich tot sein? Wir sollten Proben sammeln. Ich frag mich, ob heute noch mehr Lehmwesen unterwegs sind. Cooles Kostüm. Okay, das ist ja nice. Das ist jetzt wiederum sehr cool gemacht, ne? Hübsche Maske, hm? Also ich muss unbedingt diese orangen Teile muss ich immer ansteuern, ne? Weil da könnte dann doch noch was bei rauskommen.
Das ist nice, ne? Da geht's jetzt um Clayface. Den kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Hier, Clayface. Untersuche den seltsamen Verbrecher ohne Gesicht, der die Straßen von Gotham durchstreicht. Sammle Lehmproben von den Imitatoren, die Bürger angreifen. Na gut. Habe ich wieder was anderes zu tun, aber ist nice. Wo versteckt es sich nur? Aber ich muss, die Mafia muss ich auch finden, ne? Einfach mal so generell. Das muss nicht so laufen, Basil. Wow. Der lebt noch. Oh nein. Eine Probe reicht es nicht, aber ich könnte eine Schale töpfern. Ja, wäre auch was. Eine Clayface-Schale. Noch drei. Bist du da drin? Okay, schlecht. Lauf doch weg. Bleibt einfach stehen, der Alte. Ich brauche mein Leben, um sicher zu gehen. Kommt sofort, Robin. Die Mafia bräuchte ich dann noch. Aber ich glaube, in dem Bezirk hier gibt es gar keine. Bitte. Noch nicht genug Leben für die Kette. Noch eine Probe, aber jetzt zeigt es mir gar nichts mehr an. Leider. Was bedeutet das Fragezeichen mit dem Kreis darum? Mafia. Ja, wenn ich da hingehe, kann ich sie wieder nicht verhören. Ich muss die einfach auf der Straße finden. Eigentlich sollte die Mafia schon in dem Gebiet sein. Ja, vielleicht ein andermal. Hier müsste auch irgendwo was sein. Ist das die Mafia? Mafia. Ciao. Und die will ich jetzt verhören. Du weißt es noch, aber gleich wirst du das bereuen.
Klingelt bei dem Namen Elena Moreno irgendwas? Ich will wissen, wo sie ist. Hey, wir kommen niemandem in die Quere, der Moreno tot sehen will, okay? Aber die Regulators, ja? Die haben mit einem großen Schutzauftrag angegeben. Das war hilfreich. Ich hab keine Angst. Greif mich an! Immer noch keine Angst. Okay. Glockenturm, die Mafia weiß nichts über Moreno. Vielleicht aber die Regulators. Verstanden. Finden wir sie. Ich brauche noch Lehmfigürchen. Die sind jetzt einfach weg, die Lehmfiguren. Vielleicht kommen die dann in einer anderen Nacht wieder zurück. Ich muss da einfach ein Auge drauf haben. Was ist das hier? Boah, komm. Ist ja gleich hier. Um die Ecke. Könnten wir uns mal ein bisschen einmischen? Okay, das wird wieder lustig. Okay. Das lief ja ziemlich gut. Ich muss mehr auf solche Sachen schießen. So, jetzt ging's. Genau, was ich brauche. Weil das macht schon ordentlichen Schaden dann. Und es macht's einfach wirklich einfacher. Da ist es ja. So. Diese Verbrechen lohnen sich eigentlich gar nicht mehr. Das gibt kaum EPs. Und kaum Materialien. Es lohnt sich fast gar nicht mehr, das zu machen. Man muss es eigentlich überhaupt nicht mehr machen. So, zurück zum Montoya. Klar, ich habe keine Lehmfiguren mehr. Vielleicht, wenn ich in einen anderen Stadtteil gehe, dann einfach Augen offen halten. Ich sehe aber keine gerade. Nee. Vielleicht in einer anderen Nacht dann wieder. Weil die zeigt es mir ja tatsächlich auch an auf der Map. Markieren wäre noch gut. Hey, Montoya. Verdammt! Ich hasse es, wenn du das tust. Also mein Bettzeug ist jetzt auch nicht das leiseste. Du hättest mich doch schon hören müssen. So, das war nur eine Nebenaktivität. Du bist auf jeden Fall das Gesprächsthema Nummer 1 auf dem Revier. Mach weiter so. Gut. Dann muss ich wohl schon wieder zurück zum Glockenturm. Dann war's das auch schon wieder mit Robin. Na gut, gehen wir zurück, ne? Weil hier, das bringt da nichts mehr. Fallakte. Oder was muss ich machen?
Nein, nein, ich muss Regulators verhören, ich Trottel. Also, habe ich noch was Sie zu tun? Geben es zwar nicht zu, aber das Wo finde ich die Regulators? Jetzt müsste ich noch wissen. Den habe ich besiegt, ne? Ja. Ja. Clayface. Oh Mann, das ist viel zu lesen, ne? Ich lese das noch kurz, wenn ich schon hier bin. Basil Carlo war einst Schauspieler, sein Größenwahn und Ego verleiteten ihn jedoch zu einem Leben als Verbrecher. Carlo hegt einen persönlichen Groll gegen mich, da ich ihn nicht vor dem Unfall retten konnte, der ihn in den als Clayface bekannten Kriminellen verwandelte. Sein Zorn und die Fähigkeit, seinen Körper auf jede erdenkliche Weise verformen zu können, waren bei früheren Aufeinandertreffen eine gefährliche Kombination. Bei unserer letzten Begegnung stürzte Carlo in eine Turbine und wurde in den Tod gerissen. Das konnte ich nicht verhindern. Zwar hat Carlo mich gehasst, aber sein grausames Ende hatte er nicht verdient. Clayface Beweggründe sind einfach. Rache. Er ist ein gehässiger Mensch, der sich von einem aufstrebenden Schauspieler in einen ehrlosen Verbrecher verwandelt hat. Wo sind jetzt nochmal diese Typen? Hier. Liga der Schatten, Mafia. Regulators. Okay, Regulators sind diese QR-Codes. Da bin ich eigentlich hier richtig. Noch besser wäre es in Southside. Weil da sind sie alleine. Hey Jungs. Nicht töten. Nicht. Na, warum geht's jetzt nicht? Mann. Du hast dich offensichtlich überschätzt. Waren das keine Regulators? Doch. Warum ging's da nicht? Ah, das ist ein bisschen komisch manchmal. Gleich nochmal. Kann es sein, dass ich nicht aus allen Infos rauskriege, sondern dass es ein spezieller Typ sein muss? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Aber wer weiß das schon. Weiter versuchen. Ich sollte einfach alle packen und dann direkt verhören. Halt, stehen geblieben. Kann ich auch nicht verhören. Ah, geh doch weg, Arschloch. Den kann ich verhören.
Oder die. Ich brauche Infos zu Richterin Moreno. Raus damit. Ich habe gehört, dass sie geschützt werden soll. Aber ich weiß keine Einzelheiten. Danke für die Info. Gib mir den Arsch voll. Glockenturm, die Regulators haben den Freaks moderne Sicherheitstechnik verkauft. Keine Spur von Moreno. Die Freaks tun sowas nicht ohne Grund. Ich frag mich, ob es mit Moreno zu tun hat. Und jetzt muss ich die Freaks verhören, oder was? Das gibt's doch nicht. Na gut. Jetzt habe ich sie dann alle durch. Wahrscheinlich muss ich am Schluss auch einen Talent verhören, der nicht sprechen kann. Was haben die Freaks schon wieder für ein Logo? Naja. Unverkennbar. Freaks. Freaks. Ach. Sind die überhaupt noch irgendwo? Die sind doch abgelöst. Ah, hier Bristol. Okay. Okay, ich sollte einfach alle packen und dann schauen, ob man sie verhören kann, damit ich auf der sicheren Seite, dass ich auch einen finde. Oder eine, bei dem es möglich ist. Oder aber es sind wirklich diese Symbole mit diesem Kreis da auf dem Kompass. Das kann natürlich auch gut sein. Dass es mich schon explizit dann so ein bisschen führt. Wo hocken die? Auf dem Gebäude oder was? Tatsache. Geht nicht. Nicht runterfallen. Die Freaks sollen angeblich Elena Moreno schützen. Stimmt das? Oh ja, hab gehört, wir sollen sie nur vor den Typen mit den Vogelmasken beschützen. Ganz einfach. Verstanden. Danke. Hör mal auf, du Pyromane. Guten Flug. Glockenturm Moreno wollte sich von den Freaks beschützen lassen. Alter. Wundert mich nicht. Sei wachsam da draußen. Aber eigentlich war das war jetzt Mord, oder nicht? Weil eigentlich, ich meine, die kann das ja nicht überleben. Das sind locker, keine Ahnung, 50 Meter, wenn nicht mehr. Das war jetzt nicht so Batman-mäßig, ne, Robin? Und vorhin warst du der große Moralapostel und jetzt stößt du einfach jemanden vom Dach runter. Es hat mich tatsächlich interessiert, was passiert, wenn die vom Dach runterfallen. Aber das Spiel suggeriert mir dann einfach, dass sie K.O. sind, ne? Ist nur ein Bike. Hallo. Den 5 Schritten voraus.
Hey, strengt euch mal ein bisschen an, Leute. Vermutlich wollen sie nicht nur reden. Oh nein, nicht die Talents. Oh Gott. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Oh. Genau wie beim Trick. Oh Gott. Halt doch mal dein Maul, ey. Kleines Arschloch. Oh. Kann man eben nicht mal in Ruhe gegen den Boss kämpfen? Das ist jetzt der falsche Ort für einen Spaziergang, mein Freund. Ich habe ihn erwischt. Elena Moreno? Alles in Ordnung? Sie wollten mich töten, so wie sie meinen Bruder getötet haben. Armer Alex. Und das nur, weil ich die Bauarbeiten am Chelsea-Tunnel nicht einstellen wollte? Der Rat der Eulen? Ja. Mist, es gibt ihn wirklich. Und Jacob Kane zieht die Fäden im Hintergrund. Uns liegt genug gegen ihn vor. Unterschreiben Sie den Haftbefehl. Ich unterschreibe. Solche Leute dürfen die Stadt nicht terrorisieren. Dann sind wir uns einig. Möchten Sie, dass ich Sie in Sicherheit bringe? Das wird schon erledigt. Ich wusste, dass die Freaks nicht damit durchkommen und habe rumtelefoniert. Vielen Dank. Und viel Glück, Robin. Na gut. Glockenturm, Moreno ist wohl auf. Und ich habe Montoyas unterschriebenen Haftbefehl. Verstanden. Wir bringen Moreno in ein sicheres Versteck. Zentrale, wir sind jeden Moment am Tatort. Zeit zu gehen.